Mr. Stadler? Herr Stadler? Herr Präsident, neben den bereits vielfach geäußerten Argumenten, die für den einen Sitz, nämlich in Brüssel, sprechen, die ich nicht wiederholen möchte, habe ich noch ein weiteres Argument, warum ich heute gegen diesen Kalender gestimmt habe. Es ist zum wiederholten Male zu sehen, dass dieses Parlament schlicht und einfach auf christliche Feiertage und auf christliche Symbole keine Rücksicht nimmt. Der 20. Mai ist als Plenartag ausgewiesen. Der 20. Mai ist in einer ganzen Reihe von Staaten gesetzlicher christlicher Feiertag, so zum Beispiel in Österreich, Deutschland, Belgien, Frankreich, Ungarn, Luxemburg und den Niederlanden. Ich sehe nicht ein, warum man nicht Rücksicht nimmt auf die christlichen Feiertage und ausgerechnet an diesem Pfingstmontag einen Plenartag anberaumt hat. Das war für mich der zweite Grund, warum ich gegen diesen Kalender gestimmt habe. Danke, Herr Kamal. Und ein Mikrofon jetzt. Ja, es gibt Leute in den Wahlkreisen, die